Herzlich willkommen zum aktuellen Genialico-Vlog. Mein Name ist Alexandra Aldinger. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Michael Müller. Ja, heute sprechen wir über Hausaufgaben. Das ist auch so ein Thema. Ne? Mhm. Und oft damit den verbundenen Stress. Ja? Und wir stellen uns dabei die Frage, ja, ob dieser Stress denn wirklich sein muss. Hm? Ja. Oder ob die Hausaufgaben auch ohne Streit und Ärger mit den Eltern ganz leicht erledigt werden können. Mhm. Was meinst du? Geht das? Ich glaube schon, das geht. Aber wusstest du, dass die SPD die Hausaufgaben schon mal abschaffen wollte? Der Herr Gabriel war das, ne? Ja, und das sollte, war es generell so, dass man gesagt hat, die Hausaufgaben sollen abgeschafft werden, weil ja die Eltern unterschiedliche Bildungshintergründe haben. Mhm. Und dann ist es vielleicht nicht gerecht oder beziehungsweise können sie da nicht alle gleich adäquat ihre Kinder unterstützen. Und deswegen war das Ziel, die abzuschaffen. Mhm. Ja, die Hausaufgaben gibt es immer noch, ne? Ja, zum Leidwesen vieler Kinder, glaube ich. Wobei natürlich Hausaufgaben schon sehr viel Sinn machen. Ne? Wenn ich ansonsten Prüfungen hätte ohne Hausaufgaben, wäre es doof. Mhm. Ja, genau. Ja, es gab dazu auch eine Studie, ja, zu diesen Hausaufgaben. Und da war das so, ja, weißt du, was da einfach kritisch beäugt wurde? Es war tatsächlich, dass die Eltern dabei sind. Und je mehr die Eltern Druck gemacht haben, je mehr Streit entwickelte sich und je mehr... Ja, man kann sagen, die Noten wurden auch schlechter dadurch. Ja, kannst du dir das vorstellen? Das ist eine Studie, die tatsächlich über Erziehungswissenschaften 2012 durchgeführt wurde, glaube ich. Ja. Berlin, Tübingen. Ja. Mhm. Ja, und das ist ja auch das, was wir feststellen, oder? Ja, schon. Dass man wirklich merkt, je mehr die Eltern bei den Hausaufgaben sind, je mehr Druck ausgeübt wird, je mehr Kontrolle ausgeübt wird, umso schlechter geht es den Kindern auch in der Schule. Hm. Was denkst du, wie sieht denn so eine effiziente Unterstützung aus? Also zum einen ist es natürlich so, dass Stress und Druck bringt überhaupt nichts. Mhm. Ja, das heißt also, lieber schaffe ich eine fröhliche Atmosphäre, dass ich locker drauf bin, auch als Mama, dass ich auch dem Kind sage, komm, wir vereinbaren vorher, wann machst du deine Hausaufgaben? Da gibt es Kinder, die können das sehr gut alleine und dann gibt es andere Kinder, die sind da nicht so... Dass sie sagen, ich mache das immer sofort nach dem Mittagessen, die gibt es und es gibt manche Kinder, die brauchen halt einfach eine vorgegebene Struktur, wo man sagt, okay, aber wir können es ja trotzdem gemeinsam vereinbaren mit dem Kind zusammen, dass man dann sagt, okay, wie machen wir das Mittagessen und danach, je nachdem, wie das Kind das möchte, das kann ich gemeinsam gestalten. Dann ist es natürlich, oft ist es so, gerade bei Geschwisterkindern, dass manchmal der Lärm oder wenn die Mama oder der Papa dann mit der Schwester oder dem Bruder spricht, dass ich dann so lange Ohren kriege und nicht mehr konzentriert sein kann. Ganz einfach, weil ich neugierig bin. Ne? Ja, und ich bin neugierig, ich will es mitkriegen. Ja, was sprechen die da, was machen die da aus? Also das ist auch so. Und eins der allerwichtigsten Dinge ist, die Selbstständigkeit zu fördern. Was ich durch zweierlei Sachen machen kann. Das eine ist natürlich, wenn ich das Kind überlobe, wenn ich sage, boah, das hast du jetzt super toll alleine hingekriegt und auch eine super tolle Zeit, falls das Zeitthema mal eine Rolle auch spielt. Das darf ein ernstes Lob sein, ne? Also immer. Also jedes Lob immer bitte ernst. Die Fragen stellt man ja. Manche stellen die Fragen. Viele, das stimmt. Ja, ja, kommt häufig. Wir hatten ja auch schon mal die Frage. Wie oft? Wie oft am Tag sollte man loben? Also, so oft, wie es ehrlich gemeint sein kann. Ja. Genau. Und das andere ist, was wir auch sagen, was ist denn, wenn ein Kind sich hinsetzt, das Buch auf, noch nicht mal aufschlägt und der Mutter sagt, oh, ich kann das nicht, ich kann die Hausaufgaben nicht. Ja? Und da ist es uns immer wichtig, achten Sie auf die positive Absicht, die hinter diesem Verhalten steckt. Denn da ist es so, dass es, was möchte das Kind? Ich glaube, es möchte Aufmerksamkeit haben. Ja, genau. Es will, dass die Mutter kommt, dass die Mutter sich hinsetzt, dass die Mutter gemeinsam mit ihm dann die Hausaufgaben macht. Und was dahinter steckt, ist, es will Aufmerksamkeit. Aber es holt sich die Aufmerksamkeit jetzt in diesem negativen Kontext durch diesen Nörgeln. Ne? Und dann ist es ein negativer Kreislauf, weil die Mama ist genervt, die muss mich jetzt dazusetzen. Und der Job ist es, vom Kind die Hausaufgaben zu machen, nicht von der Mama. Das heißt also, raus aus diesem Kreislauf. Und ich gebe dem Kind zwar das, was es möchte, also was dahinter steckt, hinter diesem Verhalten, nämlich die Aufmerksamkeit, das sagt, pass auf, das wäre eine Idee. Mach du deine Hausaufgaben, ich mache in der Zeit meine Sachen, die ich noch fertig machen muss. Und nachher, wenn du fertig bist, nehmen wir uns
eine halbe Stunde, Stunde Zeit, je nachdem. Und dann spielen wir was, machen wir was, was wir beide möchten. Also ich gebe dem Kind das, was es will, was es kriegt durch dieses negative Verhalten, aber in einem positiven Kontext. Das heißt auch, ich bin immer für Fragen da. Also wenn das Kind natürlich sagt, Mama, kannst du mir mal helfen? Wie ist das gemeint? Dann ja. Das denke ich schon. Schon. Beantworten, aber wieder gehen. Ja? Ja. Das Kind darf die Hausaufgaben selbstständig machen und kann es auch. Genau. Super. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und bleiben Sie dabei. Erfolgreich lernen. Ich bin damals schlau. Tschüss.